Ja, hallo und somit herzlich willkommen zu einer kleinen Demo zu They Are Here, Alien Abduction Horror. Und bevor ich jetzt lange weiterlabe, würde ich sagen, starten wir gleich einfach mal in das Spiel hinein und schauen uns die Demo mal an. Von daher, let's go. Auf der Graceswood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug? Oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalistin Taylor Fox reist zur Graceswood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Aufgabe mit dem Farmer Peter Sherman reden. Ja, und somit herzlich willkommen zu They Are Here, der Demo von einem etwas anderen Horrorspiel. Okay. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Okay, wir können also offensichtlich Fotos machen. Sherman's House. Ja, gar nicht gruseliger Weg. Mal schauen, was uns hier so erwartet. Natürlich schön umgeben von Maisfeldern. Sonst wäre es ja kein Alien-Spiel. Zettel des Farmers. Herr Fox? Ich dachte nicht, wir wären eine Frau, aber okay. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart. Aber es kam zu einem Unglück. Ist das wohl falsch übersetzt? Ja. Ist falsch übersetzt, aber okay. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterließen Zettel für sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Kann ich den Zettel lesen? Nehmen? Nein, okay. Das Haus untersuchen. Ach, die Vogelscheuche. Schließ mal die Tür. Ja, gut. Halb verschlossen zumindest. Wait. Okay, aus der Funktion. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie. Die alte Zeitung. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? They Are Here, August 1955.
mystery sky object seen here in Orono. Down to earth approach to alien visitors. Okay, das Wort kann ich absolut nicht aussprechen. Extraterrestrial hypothesis still unproved. Mystify inhabitants of Tiffany on recent morning. Okay, diese Tür ist verschlossen. Dann geht's wohl nach oben. Was ist denn das? Kann ich mich crouchen? Gut. Ist das ein Feuerlöscher? Sieht so aus. Wieso höre ich Schritte? Und was ist das? Foto Mitglieder der Sherman-Familie. Nichts Außergewöhnliches soweit eigentlich. Süß rund. Auch hier nichts Besonderes. Ein unglaublich schönes Bild. Und das ist dann wohl das Zimmer der Tochter, wie es mir scheint. Funkgerät. Allgemein schon anscheinend nach gehörte es dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Property of... was? Negan? Of Negan von Walking Dead offensichtlich. Das ist so ähnlich. Okay, Foto der Tochter. Zettel des Farmers. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Also welches Fenster? Ah, das Fenster. Ah, Megan. Hier ist die Tochter. Kinderzeichnung. Was? Das Alien hat einen Hund getötet. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beiseite bemalt. Oh no, eine Rubber Ducky. Ganz schlimm. Kann ich irgendwie... Ich kann mich lehnen. Fotos kann ich aber irgendwie nicht mehr machen, komischerweise. Wieso ist die Tür zu? Habe ich selbst die Tür geschlossen? Eigentlich ja nicht. Das sieht mir nach dem Zimmer der Eltern aus. Oh no. Man kann sich verstecken im Schrank. Sehr gut zu wissen. Wenn hier plötzlich ein Alien hochkommt. Zettel des Farmers. Ich habe vieles über dieses Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. The Greys. Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange dünne Gliedmaßen. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit grellen Lichtern am Himmel, die wir vorhin schon gesehen haben, in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen.
Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken, und das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße, mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar. Ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. No. Ach so. Okay. Ja, doch, so stellt man sich Aliens etwa vor. Und hier ist auch irgendwie was passiert. Ich möchte zuerst mal die Bilder anschauen. Gedrucktes Foto. Ein Foto aus dem Internet. Es sieht so aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Sieht unheimlich aus. Okay, überall der gleiche Text. UFO Activity Area. Ja, doch. Genau so stellt man sich Aliens vor. Gut, bei mir zu Hause ist noch kein Alien. Daher alles gut. Kindertagebuch des Farmers. Auf dem Sticker steht, ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Und im Text steht, heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge. Aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdischen mit grauer Haut und großen Augen. Sieht man links auf dem Bild? Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas unter meinen Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Zu meinem Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper, zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Diary. Wieso ist die Tür jetzt wieder zu? Echt seltsam. Holy shit. Muss ich mich verstecken? No. Okay. Hallo? Anyone here? So tue ich mir das eigentlich immer wieder an, solche Spiele zu spielen. Die Taschenlampe nützt mega viel. Tschüss. Was war das?
steht da wirklich irgendwie ein Vieh? Habe ich da nicht vorhin Augen gesehen? Okay. Gut. Ja, schön, dass du die Taschenlampe wegtust, wenn du die Tür öffnest. Ist ja schwierig mit einer Hand. Das ist ja jetzt schon schlimm. Der Stuhl stand vorhin noch. Und die Tür war zu. Der Fernseher war aus. Hallo? Irgendwas hier draußen? Ha, hier draußen ist ganz schön viel angenehmer. Okay, Grafikglitch. Ja, na gut. Dann ab ins Badezimmer. Zettel des Farmers. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken. War jetzt das bei mir zu Hause oder im Spiel? Ich glaube, ich. Es war, glaube ich, im Spiel. Was? Unangenehmes Jucken am Hinterkopf zu. Was? Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach: die Entführung. An die Entführung des. Entführung durch Außerirdische erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gibt es eine Schramme. Ich bin mir sicher, sie haben mir etwas eingebracht. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Deswegen auch hier eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. Der Mikrochip, den man von Mark Zuckerberg bekommt, wenn man sich impfen lässt. In einem Zettel behauptet Peter Sherman, ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr hervorausgeschnitten zu haben. Vielleicht nicht. War das schlau? Steht jetzt was hinter mir? Gut. Zum Glück nicht. Ich schließe mal hier die Tür. Ist mir irgendwie angenehm. So läuft der Fernseher. Foto von toten Tieren. Diese Tiere sind wahrscheinlich von der Gracewood Farm. Ich muss sagen, die Atmosphäre kommt recht gut rüber und ist echt beschissen. Oh no, sie geht ins Licht. Sie wird ferngesteuert. Oh mein Gott!
Ein Geräusch kam doch nicht aus dem Spiel. Meine Geschirrwaschmaschine ist aufgegangen und hat mich erschreckt. Danke dafür. Was jetzt? Kann ich die... Achso, nee, dann spiel ich's bloß nochmal ab. Na, hier drin gibt's jetzt nichts mehr Spannendes. Muss ich jetzt hoch? Nochmal hoch. Kehre zum Auto zurück. Hallo? Ja gut, dass der Fenster läuft mit diesem komischen Geräusch. Wo ist das Vieh hin? Ich hab's doch gerade gesehen und das war riesig. Aber hier ist ja ein Zaun. Die Punkte. Holy moly! Shit. Wie? Die Alarmanlage ist noch an. Fucking hell! Nein, danke, das war's. Ich kündige meinen Job. Ich mach nie mehr Nachrichten. Das war's endgültig. Alter. Los, starre das scheiß Auto. Wieso bin ich so klein? Starre das fucking Auto. Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte von einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Habe ich natürlich schon gemacht, da ich das Spiel interessant finde. Es hat einen interessanten Ansatz, dass mal etwas eine andere Form von Horror ist. Von daher, ich bin gespannt, wann es rauskommt und wir werden es auf jeden Fall spielen. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, möglicherweise bei der Vollversion. Bis dann. Tschüss.